Erstmal herzlich willkommen zu unserer Live-Session, zur ersten im zweiten Teil unseres Wissensmanagements MOOCs 2017. Ich begrüße ganz herzlich Frank Gehrig. Ich kenne ihn seit langen Jahren aus der Regionalgruppe und der Gesellschaft für Wissensmanagement im Rheinland und auch Beweis von den Erzählungen, dass er auch ein mehrjähriger Scrum-Experte und im Bereich dieser agilen Methoden tätig ist. Und freue mich deswegen auf die Session, was er uns als Scrum-Experte heute mitteilen wird. Alles andere stellt er sich selber vor. Also Frank, ich würde es an dich übergeben. Ja, hallo. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte fragt. Per Handzeichen oder wie auch immer. Gerade noch eine schöne Uhr runtergeladen. Und ihr könnt meinen Bildschirm sehen, denke ich. Ja, genau, wir sehen dich. So. Ich habe keine PowerPoint für euch vorbereitet, vielleicht seid ihr jetzt enttäuscht, sondern ich würde jetzt heute mit einem Mindmap starten und die großen Themen sind, wer bin ich, was machen wir heute, nämlich Scrum, vielleicht auch ein bisschen Lean und Agil, warum sollte man das tun und wie geht das Ganze? Und wenn ihr eine Frage habt, bitte fragt. So, ist eine Art Storytelling. Und ich beginne mal mit wer. Name ist Frank Gehrig, lebe im Rheinland in Remscheid, bin in der GFRM, in der Regionalgruppe Rheinland, ein klein wenig tätig und in der Firma habe ich verschiedene Funktionen. Die Funktionen, die da sind, das ist einmal Lean Product Development, das ist Knowledge Management, da unten leuchtet was rot. Da ist ein Chat hochgekommen. Dirk, danke, dass du das gefragt hast. Dann kann ich da, also Lean Product Development. Lean ist ausgerichtet normalerweise auf Verschwendung reduzieren. Knowledge Management, wie kann ich Wissen erfassen, teilen, vermehren. People Development, ganz eng geknüpft mit den beiden Themen. Wie kann ich Leute entwickeln? Unter anderem bin ich auch ein Scrum Master. Gucken wir uns mal People Development an. Und das fasse ich ein bisschen weiter. Also ich kann Leute weiterentwickeln, also selber zum Training geben, Lernaktivitäten machen. Ich könnte Teams coachen, trainieren, anleiten, weiterentwickeln. Und das könnte auch noch weitergehen in Richtung Organisation. Auf all das, auf Teams und Organisation hat, denke ich, Scrum oder auch agile Methoden einen Einfluss. Dann gucken wir uns mal Lean Product Development an, was es da gibt. Da ist eine ganz wichtige Sache, Frontloading heißt das. Das hat nichts mit Waschmaschinen zu tun. Und Visual Management. Jetzt habe ich hier lauter so Pfeile dran. Ihr bekommt hinterher das Mindmap. Und wenn ich hier drauf auf den Pfeil gehe, dann öffnet sich ein Link. Sollte jedenfalls. Und dann wird eine Webpage aufgemacht. Naja, das ist die GFRM Rheinland. Zu mir findet ihr noch was im Xing-Profil. Die Mitgliederverteilung. Ich sitze hier in Remscheid, Großteil ist Köln-Düsseldorf-Raum und Rheinland läuft hier von Kaiserslautern hier hoch bis in die Niederlande. Verschiedene Veranstaltungen waren da. Lean Product Development. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, das hat ganz wenig zu tun mit Agil. Aber gucken wir mal, ob da was ist. Dauert ein bisschen, bis der Link geöffnet ist und ich habe ganz viele Sachen in Richtung Wiki einfach mit aufgenommen. Na, jetzt habe ich es zweimal aufgemacht. Gucken wir mal an. Gibt Prinzipien und ein Punkt ist Null Fehler, also Fehler vermeiden, Fehler reduzieren und Visual Management und Frontloading, Risiken frühzeitig in der Produktentwicklung reduzieren. Ziele beim Lean Development ist Effektivität und Effizienz. Also das eine Effektivität, die richtigen Dinge tun und Effizienz, die Dinge richtig tun.
Mehr will ich heute mal nicht sagen und wir kommen hier noch zum Visual Management zurück. Irgendwo fehlt mir noch was zu dem Wer. Da kommen wir gleich, denke ich, hin. So. Visual Management. Da gibt es einen OBR-Raum, da gibt es Scrum-Boards im OBR-Raum und da gibt es gegebenenfalls ein Trello-Board. Irgendwo fehlt noch was. Ich muss gerade mal gucken. Genau, wir kommen gleich zu Adient, zu meiner Firma, für die ich arbeite und wo ich auch ein Beispiel euch erzählen möchte. OBR-Raum, eine Methode aus dem Lean Development, ein großer Raum. Gucken wir mal, was dahinter ist. Und hier habe ich eingegeben OBR und Agil. Ja, müssen Bing ein bisschen Zeit geben. Es geht generell um Produktentwicklung. Das ist ein Bild, was Toyota irgendwann mal publiziert hat. Und es geht um eine Produktentwicklung, um Prototypen, nicht um Software. Und da geht es um eine Autoentwicklung. Die Leute arbeiten interaktiv und interdisziplinär miteinander und haben Sachen an die Wand gehangen zur Visualisierung oder auch zum Fokussieren. Projekte gibt es da. Das schauen wir uns heute ein bisschen mehr noch im Detail an. Und gegebenenfalls kommt noch ein Scrum-Bot dazu. Das könnte auch interaktiv sein an dem Projektor und ja, das ist so ein Post-it-Wand, denke ich, wo Pläne gemacht worden sind. OBR steht für ein japanisches Wort, für ein großer Raum, eine Art War Room. Ja, Projektstatus wird dargestellt und wird geplant und dann verändert. Das Projekt, was wir gemacht hatten, wo ich gleich drauf komme. Das sah dann so ähnlich aus. Alle Wände mit Informationen beklebt, mit Zeichnungen, mit Stücklisten, mit einem Scrum-Board. Und dann wurde da dran geplant und gemacht und miteinander kommuniziert. Suchen wir mal ein Scrum-Board. Der Bildaufbau, ist der schnell genug oder rede ich schneller, als die Bilder da sind? Kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Also es gibt die analogen Boards, die dann mit Post-its beklebt werden und wo dann das, was hier drauf geschrieben ist, weitergereicht wird in den nächsten Projektschritt. Das hat ganz viel zu tun mit Kommunikation. Und dieser Zettel, dieser Post-it ist einfach dann eine Hilfsweise, um mit Visual Management zu zeigen, wo steckt gerade diese Aufgabe. Und das Haptische hat einen Vorteil, aber teilweise ist es auch besser, wenn man das dann digital irgendwo in der Cloud macht oder im Netz. Dann bin ich nicht mehr gebunden an den physikalischen Ort. Wie macht ihr das bei euch? Habt ihr da ein elektronisches Board oder nutzt ihr im Raum auch noch diese haptische Variante? Wir haben teilweise die haptischen Varianten, aber eigentlich machen wir viel über ein Trello-Board. Mhm. Und das wollte ich jetzt mal zeigen. Und Trello ist eine Software, eine freie Software oder eine Software, die es einmal kostenfrei gibt und dann gibt es eine Enterprise-Version mit mehr Funktionen und dann ist das kostet also ein bisschen Geld und dann hat ein bisschen mehr Funktionen. So, ich habe hier ein Scrum-Beispiel aufgebaut. Das sind lauter Boards mit irgendwelchen, ich sag mal, virtuellen Post-its.
Und hier gibt es einen Product Backlog. Da geht es um das Was beispielhaft. Und ich hatte mir das Beispiel von eurem Moog genommen. Da gibt es eine Session 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, okay, das, was wir besprochen hatten, ist jetzt im Sprint-Backlog. Das ist das, was ihr alles noch machen wollt. Okay. Nummerierung. Ich wusste, dass was schon gelaufen ist. Habe gesagt, das war 1, 2 und heute sind wir in Session 3. Und da steht dann ein bisschen mehr drauf. Wir hatten uns diese Woche abgesprochen. Wie heißt der Titel? Erledigt. Ich habe eine Stunde Zeit. Hatten wir besprochen. Termin ist Donnerstag. Und sonst hast du mir alle Freiheiten gegeben. Genau. Ja. Und damit hätten wir jetzt den Sprint Backlog und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ein paar Sachen To-Do, ich habe ein Metronom noch besorgt, also das kann ich jetzt von To-Do in Done schieben. Was habe ich sonst noch alles gemacht? Ich habe das Headset ausprobiert, das funktioniert bei mir. Das sind lauter To-Dos, damit das heute klappt. Wir haben eine Zoom-Session gemeinsam gemacht, wir haben einen Termin geplant, ich habe mich mit Zoom allein vertraut gemacht, Mindmap verlinkt, Mindmap erstellt und Metronom besorgt. Zeiten checken habe ich nicht gemacht, das ist in Progress, machen wir gerade. Mhm. Mindmap sharen, das wird hinterher kommen. Das werde ich dann, kann ich meinen Avatar draufziehen, sagen, okay, ich kümmere mich drum. Spielupload noch nicht passiert, das soll noch passieren. Regeln erklären, Feedback abfragen, Webcam mitbringen, die habe ich mitgebracht, ihr könnt mich sehen. Funktioniert und Ease, die Uhr visualisieren, habe ich eben auch noch gemacht. Mal gucken, wo der Timer ist. Da hätte ich eine wunderbare Uhr. Irgendwelche Fragen zum Board? Also Aufgaben, die ich mir selber gesetzt habe, die ich jetzt mit dem Product Owner Dirk abgesprochen hatte, er hat mir noch gesagt, du musst nämlich die heutige Session und die To-Dos, die habe ich mir selber gesetzt und gesagt, das will ich gerne machen. Ja. Gut, wenn ich jetzt ein ganzes Team damit hier visualisieren möchte, geht das auch oder ist es für jeden persönlich jetzt ein Trello-Board? Okay. Ich gehe mal in so ein altes Board rein, das war so ein ganzes Team. Ich will nicht zu viel von der Firma scheren. Ja. Gut. Da war jetzt der Frank und der Gregory und der Roland und der Stefan und die hatten dann ein bisschen anderer Aufbau, ja. Was wollen die tun und haben dann ihre Avatare durch die Gegend geschickt. Aber auch hier, was ist meine Definition of Done, da kommen wir drauf. Dann gegebenenfalls on hold oder to do, in progress und dann done. Ja? Also ganz unterschiedlich, kann das mit vielen Leuten teilen. Mal gucken, ob ich da die Kamera verschoben kriege, das Videosignal. Dann habe ich hier ein Menü angezeigt und dann Teammitglieder, keine Teammitglieder, Hintergrund ändern, Filter setzen und. Ist also ein sehr starkes Tool für verteilte Teams, okay? Da komme ich nochmal zurück. Das war jetzt einfach mal so ein Trello-Board zu zeigen. Und sobald die Leute nicht an einem Ort sind, ist so ein Trello-Board oder Planner ist eine super Sache. Solange die zusammenkommen können und da auch mal einen realen Kaffee miteinander trinken, dann kann man das auch per Post-its machen. So verschiedene Funktionen. Ich mache ein bisschen Knowledge Management, People Development, unter anderem auf Scrum Master. Mehr hört ihr heute von mir nicht. Was? Es geht heute um Scrum. Scrum aus der Praxis. Ich arbeite für die Firma Adient. Wir sind seit einem Jahr unterwegs. Vorher waren wir ein Teil von Johnson Controls und die Geschichte, die jetzt ich erzähle, die hat bei Johnson Controls stattgefunden. So, seit 2016 sind wir da. 31. Oktober sind wir an die Börse gegangen und die Firma ist ein bisschen groß schon. Also in der Gründung waren das 75.000 Mitarbeiter. Okay, unter anderem gehört da auch Recaro dazu. So, und wenn ihr jetzt hier guckt, dann findet ihr ganz bestimmt noch interessante Sachen zu unserer Firma. Lean Development, da hatte ich schon ein bisschen gezeigt. Mal gucken, was hinter dem Link war. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum rede ich über Lean? Ich soll da über Scrum erzählen.
Das war nicht, was ich zeigen wollte. Dann war das unter Scrum. Lean Development und Scrum. Ich habe einfach auch ein paar mehr Link reingepackt. Okay. Ich könnte gleich auch mal welche zumachen. Das ist ein alter Zeitungsausschnitt. Scrum, gemeinsam schneller zum Erfolg, mit viel Reklame. Scrum ist eigentlich dieses Gewusel beim Rugby. Ja? Die Teams, zwei Teams stellen sich gegeneinander auf und das Team, das, wo jeder seine Rolle kennt und die gut miteinander agieren, die können dann auch die anderen durch die Gegend schieben. Also es geht ganz viel, ja, nicht als Einzelner agieren, sondern als gemeinsames Team. So, einige Firmen haben Scrum oder auch agile Methoden eingesetzt. Hier ist ein Beispiel von Baloff, von Bosch und ich denke vom Sennheiser. Und von Bosch weiß ich es und von Sennheiser weiß ich es, machen auch was in Richtung Lean Product Development. Und wenn hier steht Scrum, dann steht da oft auch Lean Product Development. Das ging ein bisschen weiter unten. Und das hat auch ganz viel zu tun, ja. Wie agieren wir selber und wie funktioniert das Ganze? Wie siehst du direkt die Verbindung zwischen Scrum und Lean Development? Komme ich gleich noch drauf? Ja. Also bei beiden gibt es einen extremen Fokus für den Kunden, auf den Kunden. Und bei beiden geht es um eine effizientere, effektivere Arbeitsweise. Und wenn du schaust, wo kommt Scrum her, das kommt ein bisschen aus Wissensmanagement, das kommt ein bisschen aus Lean Product Development. Da sind viele Überschneidungen. So, das Projekt, was ich erzähle, schon ein altes Projekt. Wir haben da nämlich Sitze entwickelt. Kennt ihr das Fahrzeug? Das ist ein B-Max, so ein Kleinfahrzeug. Und das war in der Reklame drin, dass man da so durchspringen kann. Weiß nicht, da waren beide Türen offen und dann sprang so ein Schwimmer da einmal quer durch. Und was wir entwickelt hatten, waren die Vordersitze mit einem Team und die Rücksitze. Die Vordersitze haben eine Gurtintegration, Rücksitze waren auch ein paar Besonderheiten und dann ging es halt auch um die Abstimmung, das im relativ kurzen Zeitrahmen vernünftig zu entwickeln und mit auf die Straße zu bringen. Und auch für Ford war das ein neues Konzept mit den Türen. Hat sich am Markt im Moment nicht ganz so durchgesetzt, aber ich finde es fantastisch fürs Einsteigen. Es hat erhebliche Vorteile. Okay. Und nach dem Motor und dem Getriebe ist der Sitz eins der kompliziertesten Sachen. Ist direkt verbunden mit dem Passagier, ist sicherheitsrelevant, ist komfortrelevant, hat was mit der Haptik und mit Kaufentscheidung zu tun, ist also ein recht interessantes Teil im Auto. Gut, gehe ich mal weiter. Das kam aus der Praxis. Ford hatte das Projekt aufgesetzt, dann hatten sie es nochmal gestoppt, dann haben sie es wieder aufgesetzt. Und jedes Mal, wenn so ein Projekt gestoppt wird, wird teilweise das Team auseinandergerissen, die gehen in andere Projekte rein. Und mit Scrum haben wir dann die Möglichkeit gehabt, die recht schnell zu fokussieren auf die richtigen Teile, auf die richtigen Arbeiten und das Team auch zusammenzubringen. Nach so anderthalb Jahren habe ich nochmal die Leute gefragt, na, wie war es denn damals? Und die sagten, war einfach super gut. Warum sollte man überhaupt Scrum machen? So, einmal Fokus aus Kundensicht. Also ich frage, was ist wichtig für einen Kunden und ich probiere das umzusetzen, was für ihn wichtig ist. Indem ich Verantwortung teilweise delegiere und abgebe, breche ich Komplexität runter. Also die findet dann im Team statt und nicht mehr auf oberster Ebene. Frontloading. Was heißt Frontloading? Ich probiere möglichst frühzeit
frühzeitig Risiken aus der Produktentwicklung zu nehmen, indem ich Unstimmigkeiten oder Unbekanntheiten einfach frühzeitig die Probleme löse. Durch Scrum habe ich ein Empowerment, dass ich Verantwortung an das Team gebe und die das aber auch selbstständig lösen und auch ein Team-Empowerment. Muss ich mal gucken, 20 Minuten sind um. So, Scrum ist ein Framework und die Story, die ich erzähle, steht 1:1 auch in Wikipedia drin. Mache ich die doch mal auf. Hier mache ich mal so ein paar Sachen weg. Scrum aus dem Englischen für das Gedränge. Ihr habt das Bild noch vor Augen vom Rugby her. Dieses Gewusel, was ganz wichtig ist für die ersten Spielzüge. Es wird eingesetzt im Projekt oder im Produktmanagement, wenn ich ein Produkt entwickle oder auch im Launch, wenn ich viele Interaktionen zwischen verschiedenen Teammitgliedern habe, um einfach auch zu planen, A, wo ist mein Fokus und B, welche Sachen will ich tun und werde ich tun. Hier steht eine Einschränkung zum agilen Softwareentwicklung. Wir haben es zur Hardwareentwicklung genutzt oder auch zum Launch, wo einfach Bedarf ist. Es besteht aus wenigen Regeln, die dem Team bekannt sind und die sie aber auch selber festsetzen. Hier steht jetzt drin Aktivitäten, Artefakte und Rollen und gehen wir mal zurück auf das Mindmap. Rollen. Vielleicht mache ich das andere mal so klein. Also ich habe gesagt, es gibt hier einen Fokus, dass ich gucke, was will der Kunde. Zu den Kunden gehören auch die Stakeholder, die irgendwie Interesse haben, dass dieses Projekt vernünftig läuft. Beim normalen Projekt, V-Modell, ich weiß nicht, ob Ihnen euch das was sagt, ein V-Modell. Bitte? Also ich weiß nicht genau, wie viele von den Teilnehmern das V-Modell kennen. Das ist ja auch relativ komplex vom Aufbau her. Wahrscheinlich nicht ganz so viele, denke ich mal so. Okay, also beim V-Modell, ganz klar, du denkst, du weißt, was der Kunde am Anfang will und machst einen Vertrag mit dem und lieferst genau das am Ende. Und das ist bei komplexen Produkten ist das eher nicht so, dass du am Anfang schon genau weißt, was der Kunde will und da kommt jede Menge Änderung rein. Und deswegen ist ein agiler Ansatz, dass du dich sukzessive diesem Ziel näherst, deutlich einfacher zu handeln. Aber beim V-Modell hast du halt den Programmmanager oder den Übermenschen, der vorher schon alles weiß, wie es am Ende läuft, was nie der Realität entspricht. Und hierbei sagen wir, okay, wir haben nicht den Projektmanager, der das Team und das Produkt managt und die Produktentwicklung managt, sondern wir haben einen Product Owner. Ganz anderer Name, ja. Und das führt auch erstmal im Unternehmen dazu, okay, ja, was macht denn so ein Product Owner? Der Product Owner ist verantwortlich, dass das Produkt auf die Straße kommt. Okay, und das Produkt auf die Straße kommt, das war bei dem BMAX, war das ein Frontsitz und ein Rearseat.
ist ein amerikanisches Unternehmen und mir fehlen manchmal die deutschen Worte, deswegen bleibe ich beim Englischen. So, zwischen dem Product Owner und dem Stakeholder gibt es ganz klar eine enge Verknüpfung, weil er macht die Kommunikation, was machen wir als nächstes. Der Product Owner legt auch generell in Kommunikation mit den anderen den Product Backlog fest. Okay. Was ist der Product Backlog in dem Fall? So, da wird dann gesagt, okay, was müsste alles erledigt werden? Also es müssten Prototypen gebaut werden, es müssten Zeichnungen erstellt werden, es müssten Tests gemacht werden. Also er sagt einfach, welche verschiedenen Deliverables, also physikalischen Teile, die ich benötige, machen wir als nächstes. So, Product Backlog, gehe ich nochmal zurück zu dem Trello Board. Dann gehe ich zu dem, was wir hatten. Das Scrum-Beispiel. Mhm. Ja. Für den Moog, Dirk, gab ja. Ihr wart der Product Backlog, habt ihr festgelegt, was kommt in den verschiedenen Sessions vor. Okay? Gut. Ja, und ihr kommuniziert auch mit, sagen wir, mit den Kunden, mit den Teilnehmern und sagt, okay, das und das kommt dann. Ja, und wenn da jetzt Wünsche kommen, da fehlt uns aber was, dann sagt ihr, okay, liefern wir nach. Ja, also ihr legt fest, was wird geliefert. Macht Sinn? Gut. Ja. Schön. Wir sind praktisch hier der Kunde, Product Owner. Hm? Ihr seid Product Owner, also das Produkt, was ihr managt, ist der Moog. Genau. Ja, und ihr seid dafür verantwortlich und ihr wollt das gut auf die Straße bringen. Macht Sinn? Klar. Ja, und jetzt für einen Einzelnen hast du mich rausgenommen und wir haben dann diesen Product Backlog, der ab gearbeitet wird und der, wo der Kunde auch weiß, okay, das kriegt er irgendwann. Da haben wir jetzt einen rausgenommen, wir sagen, das ist jetzt Session 3, das ist nämlich ein Scrum Master erzählt. Ja. Und aus dem großen Picture Scrum haben wir uns jetzt einen rausgewählt. Gucken wir uns nochmal ein Bild an zu Scrum. Und da habe ich nichts direkt festgelegt, oder ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, ich sage mal Scrum. Und das, was ich oft mache, wenn ich versuche, suche ich das per Bildern. Ich gebe hier was rein. Da wäre schon ein schönes Bild gewesen, aber ich kann auch mal hier so gucken, welches Bild mir heute gefällt. Und werde das dann erläutern. Ja. Product Backlog, gegebenenfalls auch User Stories. Da steht dann drin Session 1, 2, 3, 4 und 5. Okay? Mhm. Dann nehmen wir uns eine Story da raus und die wird dann zum Sprint Backlog und du erzählst dann, okay, heute geht es über Scrum, nächste Woche geht es über, ich weiß nicht was, Retrospektive, über nächste Woche und dergleichen. Und da musst du dann sagen, okay, die Verantwortung, du erläuterst mir, okay, was kommen soll. Das war's. Und ich habe die Freiheit mit meinem Team, ja, zu sagen, wie geht das wie? Du sagst nur, was willst du haben? Mhm. Und wir planen dann als Team mit dem Scrum Master, von mir aus auch zusammen, oder der ist einfach nur Öl im Getriebe, wie wollen wir das machen, dass du das bekommst? Für den Sprint, den abzuarbeiten mit verschiedenen Deliverables, den wir haben, haben wir einen Sprint lang Zeit und ein Sprint ist immer ein festgelegter Takt. Mhm. Festgelegter Takt, damit da habe ich auch daran erinnert, das ist ein Riesenunterschied. Ja, ist ein Riesenunterschied, ob ich immer einen festen Takt habe oder ob ich das variabel habe. Ja, dieser Takt gibt im Orchester allen den gleichen Takt vor, richtig? Mhm. Ja. Und genauso ist das im Sprint. Jedes
Teammitglied, der Product Owner, die Shareholders und dergleichen, die wissen, okay, da gibt es einen festen Takt und der ist vielleicht 2 Wochen lang oder der ist vielleicht nur 1 Woche lang oder der ist vielleicht auch nur 4 Stunden lang, je nachdem, wie ich definiert habe. Und dieser Takt, dieser Sprint, wir nennen das auch Timeboxed, ist immer gleich lang. Okay? So, und in diesem Sprint finden dann verschiedene Aktionen statt. Immer wieder gleich. Das fängt damit an, dass ich erstmal sage, der Product Owner erzählt das was, was wollen wir tun? Und das Team entscheidet dann, wie werden sie liefern? Welche To-Dos gibt es? Brechen das runter. Und die erste Session, jetzt springe ich nochmal zurück nach dem Mindmap, die heißt dann Sprint Planning. Okay? Also ich mache meine Planung zusammen mit dem Team. Bei dem Sprint Planning erläutert der Product Owner, was er benötigt. Was sind die Liefergegenstände, die Deliverables? Und er gibt eine ganz klare Rangordnung vor. Ja? Erstens, zweitens, drittens, ja. Also in welcher Reihenfolge und welche Wichtigkeit hat das? Das Team entscheidet dann, okay, welche To-Dos sind für Liefergegenstand 1 sind dafür da. Also das war's, sage ich mal, erstens. Und dann sagen die verschiedenen To-Dos. Okay. Und beim V-Modell oder beim bisherigen Vorgehen, da hatten wir, ja, ich sage manchmal Master of Disaster, da hatten wir Command and Control. Der Programmmanager hat alles vorgegeben, was zu tun ist. Führt manchmal dazu, dass das Team einfach auch abschaltet und sagt, ja, der sagt mir dann schon, wenn ich was zu tun habe. Wenn ich mir aber selber bei dem Sprint Planning einfach Gedanken mache, was habe ich zu tun und bis wann und welche Abhängigkeiten habe ich da drin, führt das dazu, dass sich bei mir oder im Team ein Bild im Kopf entwickeln und auch viel klarer ist, okay, was tue ich in dem nächsten Sprint, in den nächsten 1 oder 2 Wochen. Also die To-Dos werden vom Team erstellt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, da bringe ich das nochmal rein, Team. Und die erstellen die To-Dos. Ja, und die wissen dann auch ganz genau, was zu tun ist und wer es tut. Beim Team wird ein Bild erzeugt oder wird die Planung real im Kopf dargestellt. Okay? Mhm. Und sagen dann, das müssen wir tun und das müssen wir tun und das müssen wir tun in der Reihenfolge. So, nach dem Planning. Und das Team hat auch nur die Möglichkeit zu sagen, okay, 3 schaffen wir noch, 4 geht nicht mehr. Also in Punkt 4, den du noch haben willst, den schaffen wir nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Das müssen wir im nächsten Sprint machen. Und dann sagt der Product Owner, okay, ist gut. Und was ist, wenn er sagt, nicht okay? Tja. Geht nicht. Ja, da muss er halt seine Prioritäten verändern. Oder muss sagen, ja, dann reduziere ich irgendwas. Wenn Fass voll ist, ist ein Fass voll, dann läuft es über. Ja? Kann ich mir natürlich wünschen, dass da mehr reingeht, aber geht nicht. Ja? Und es geht einfach darum, eine sichere Zusage zu machen, was schaffen wir nicht, und dann aber auch zu liefern. Gut. Okay. So. Wenn wir dieses Planen gemacht haben, dann geht das Team hin und arbeitet die To-Dos ab. Und beim Daily Scrum treffen sich kurz, vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde, und sprechen ab, okay, was habe ich erreicht? Was will ich als nächstes tun? Was behindert mich?
Das macht mich jetzt hier später. Auch hier wieder feste Regeln. Ja, dann kurzes Meeting generell. Und jeder kommt dran. Ja, vor. Und eigentlich die drei Teile, ja, das habe ich getan. Oder das hat mich behindert. Und das werde ich heute tun. Und heute heißt bis zum nächsten Daily. Okay. Gut. Bis zum nächsten Daily heißt, kann dann also wieder ein festgelegter Zeitraum sein. Daily ist der nächste Tag. Gut. Oder der nächste Zyklus. Gehe nochmal zurück. Also wir haben hier die Planung gemacht, Sprint Deck, Log Introduce runtergetroffen. Dann sagen wir hier, wenn wir 2 Wochen haben, treffen wir uns 10-mal, 2-mal 5. Und alle 24 Stunden trifft sich das Team oder auf einem festgelegten Rhythmus trifft sich das Team. Und dann sagen sie, von dem Scrum-Board habe ich das und das erreicht oder da wurde ich behindert oder das werde ich tun. Okay, somit hat jeder ein ganz klares Bild, okay, was ist zu tun und in welcher Abhängigkeit. Und sie können dann noch sagen, du, ich brauche da und da noch eine Unterstützung, mir fehlt da was. Jeden Tag, und ich habe hier wieder meinen festgelegten Takt, ja, jeden Tag weiß das Team, was zu tun ist und der Product Owner oder auch der Scrum Master oder das ganze Team sieht anhand des Boards, wie ist der Projektfortschritt. Ja, oder wenn es klemmt, was ja mal sein kann, dass die dann sagen, okay, was können wir tun, dass wir es doch noch erreichen. Fragen bis hierhin. Gut, wie häufig passiert das dann, dass Probleme auftreten, die dann vielleicht doch zu einer Verzögerung führen, dass man die vorgenommenen 3 Punkte nicht liefern kann? Das kommt vor, das wird aber mit der zunehmenden Erfahrung des Teams wird das geringer und sie macht eine vernünftige Planung. Und sobald so ein Problem sichtbar ist, kann man dann sagen, okay, aus dem Daily, das machen wir jetzt offline und wir überlegen uns, wie wir es trotzdem lösen können. Mhm. Ja, also das Board, das Trello Board für das Daily ist dazu da, die Sachen zu visualisieren. Und wenn es notwendig ist, dann zu lösen. Okay. Ja? Das Board als solches löst keine Probleme, aber es macht sie sichtbar. Gut. Okay. So, und jetzt haben wir die To-Dos da soweit gemacht. Wir haben uns immer wieder getroffen und wir kommen irgendwann ans Ende, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir wieder ein Steinchen, ein Goldbarren, irgendwas erzeugt von unserem Produkt und können dann sagen, okay, wie stehen wir denn da? So, dann machen wir ein Sprint-Review. Dass wir sagen, okay, jetzt zeigen wir mal nach dem Sprint, okay, was haben wir erreicht? Wie ist unsere Software besser geworden? Wie ist unser Sitz besser geworden? Wie ist unser Lernfortschritt in dem MOOC besser geworden? Also nach 2 Wochen Hose runterlassen und sagen, wie ist der Status? Okay? Also dein Projektfortschritt. Und dann gibt es noch die Retrospektive, wo man sagt, okay, Retrospektive, was jetzt in den letzten Sprint passiert, ja. Und da oft die Fragen, was war wichtig? Und wichtig, das komplette Team abfragen. Was war gut? Und was kann besser werden? Was ist jetzt genau der Unterschied zum Review?
Beim Sprint Review guckst du den Produktfortschritt. Weil gefühlsmäßig nach so einem Sprint würde ich ja beides zusammenlegen. So. Ja, machst du auch. Also zeitmäßig packst du das zusammen. Aber das eine zeigst, okay, wie ist mein Produkt weiterentwickelt worden? Und bei der Sprint-Retrospektive, ja, wie hat mein Team funktioniert? Das mehr Team. Okay? Gut. Und wie bringe ich mein Team weiter? Ja, und wir haben es üblicherweise so gemacht, erstmal gesammelt, was war wichtig, dann hinterher geclustert, okay, was war gut und was muss besser werden. Bringt halt das Team zusammen, das eine gemeinsame Sichtweise hat, was funktioniert im Team und was woran arbeiten wir. Fragen hierzu. Ja, also vom Planning übers Daily, das du dann mehrfach hast, über den Produktfortschritt und die Retrospektive, das hast du immer in einem Sprint, in einem festen Takt. Okay? Ja. Dann gehe ich auf Artefakte. Ja. Product Backlog hatten wir schon gesprochen, was wollen wir alles liefern? Sprint Backlog, was geht in den einen Sprint rein? Und Sprint Increment ist, was ist jetzt mehr geworden, mehr Wert am Produkt. Okay. Gut. Mache ich das mal zu. Zusätzliche Anforderungen, was kommen könnte. Ja. Definition of Done. Der Produktowner wird gefordert, ganz klar zu sagen, okay, wenn er einen Liefergegenstand haben will, wann ist denn fertig? Ja. Wann habe ich mein Ziel erreicht? Nicht, also muss dann klar sagen, okay, die Zeichen müssen auf dem Tisch liegen. Ja, ausgedruckt, reviewed und abgezeichnet. Oder muss dann sagen, das Produkt muss fertig sein, das muss geliefert sein an Testing, dass die halt den Sitz testen können. Also dieses Definition of Done soll halt so was Schwammiges, sondern muss klar sein, okay, wann bin ich fertig und anhand dieser Regel oder dieser Beschreibung kann man dann auch eine Abnahme des To-Dos oder der Liefergegenstände machen. Gut. Dann gibt es ein Transparent des Fortschrittes, ja, Visualisierung, ganz wichtig. Ein Task Burndown, beispielhaft, der Product Owner will im nächsten Sprint 10 Liefergegenstände haben und das Team hat gedacht, dafür brauchen wir 25 To-Dos. Jetzt gucken wir uns mal so ein Task Burndown oder Burn-Up an. Das ist einfach die Visualisierung, wenn sich das Team 20 Aufgaben vorgenommen hat, wie haben wir das zeitmäßig geschafft. Ja? Da haben sie hier zum Beispiel gesagt, ja, wir schaffen so 160 Tasks, immer so ein durchschnittlicher Task. Und das sind unsere 10 Tage, die wir haben, also zweimal 5 Wochen. Und wir haben uns 60 Tasks vorgenommen und tragen dann hier den Progress jeden Tag ein, wie wir sind. Und kommen wir wirklich am Ende bei Null raus. Ja. Und dieser Chart hilft oft auch zu zeigen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg oder ich habe mich total verschätzt. Und wenn ich so verschiedene Loops mache, so Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 im neuen Team, dann wird dieser Task Burndown immer besser und die Teams können viel, viel besser ihre Performance abschätzen. Was können sie liefern und was können sie nicht liefern? Eine Sache der Visualisierung. Taskboard hatte ich gezeigt, verschiedene Trello-Board hatte ich gezeigt, Timer Analog, den habe ich mit reingebracht. Regeln. Regeln sind ganz wichtig im Team. Ja. Pünktliches Erscheinen, pünktliches Liefern, klare Kommunikation, offene Kommunikation, setzt aber das Team auch selber fest. So, wir hätten jetzt noch 13 Minuten und ich würde jetzt gerne auf Fragen aus dem MOOC hier eingehen. Welche Fragen gibt es noch?
Na, ich stelle mir jetzt als erstes, also ich weiß nicht genau, ob die Konstanze jetzt eine Frage hat. Sie könnte einfach sich dann die Frage entsprechend stellen und sich freischalten. Ansonsten habe ich dazwischen noch eine Frage. Wie machst du das insgesamt mit der Kosten- und Zeitplanung? Wenn ich jetzt ein längeres Projekt habe, wie kommst du jetzt zu der Kosten- und Zeitplanung, die du sonst ja bei Projekten immer hast? Also was du normalerweise hast, du hast eine deutlich höhere Effektivität. Warum? Der Product Owner fokussiert sich, was muss geliefert werden, und die Teams fokussieren sich darauf, die Arbeit auch zu erledigen. Und indem wir da die Kommunikation verbessern, wird es generell einfacher für das Team. Die Kostenkalkulation, die wir haben, ist eigentlich, egal welches Tool oder welche Methode du nutzt, es geht eher um die Komplexität der Engineering-Leistung. Also was müssen wir tun? Das müssen wir sowohl mit Scrum als auch mit einem MV-Modell machen. Das war in Richtung Kosten und auch Zeit. Mhm. Also die Zeit ist, Kosten ist einfach eine andere Skala. Wie sind die Erfahrungen mit dem Zeitbedarf insgesamt, um so eine Entwicklung durchzuführen? Also ich habe Kritiken gehört, dass es ganz schwierig ist bei größeren Projekten, wo der Kunde sagt, okay, Anfang Dezember muss ein Produkt fertig sein, das mit Scrum sicherzustellen. Hast du diese Erfahrung auch? Klappt das schneller oder wie sind deine Erfahrungen da bei größeren Projekten? Also was ich gesehen habe, dass wenn es funktioniert, muss nicht immer funktionieren, die Teams schneller zusammenkommen, weil du den Takt hast und weil du direkt auch eine Retrospektive machst. Also die Kommunikation im Team wird besser. Kannst auch nicht mit zaubern, ja, aber die Projekte werden deutlich transparenter. Und mit einem eingespielten Team lieferst du einfach mehr und in einer besseren Qualität. Also und durch den Scrum-Ansatz, in dem du Retrospektive fährst, räumst du halt auch solche Impediments aus dem Weg oder die werden erstmal klar und du hast eine Chance, daran zu arbeiten. Gut. Wo siehst du eigentlich die Vorteile in der Motivation der Leute oder in der Teamarbeit gegenüber jetzt zum Beispiel nach so einem V-Modell einen Projektplan umzusetzen? Du gibst Verantwortung ab und für mich bedeutet das Empowerment ins Team rein. Sachen werden frühzeitig kommuniziert, auch zur Sprache gebrochen und es wird auch mal ein Feedback gegeben, das schaffen wir so nicht oder das müssen wir so und so machen. Also die Teams selber werden auch mehr gehört und eine bessere Kommunikation findet statt. Das muss zum Gesamtumfeld. Also Scrum funktioniert dann, wenn das die meisten wollen, also wenn das die Verantwortlichen auch wollen. Ja, weil sie müssen sich auf Neuigkeiten auch einlassen, die bisher nicht so waren. Es ist ein Riesenunterschied in der Kultur, ob du Command und Control hast, also jemand, der leitet und alles anweist, oder ob du dann ein Scrum-Team hast, die dann eigenständig auch agieren. Und diese Kulturänderung oder dieser Change kostet einfach Zeit und Energie und Aufwand. Und du brauchst eigentlich einen Coach dabei, du brauchst einen Scrum-Master, also du musst auch selber sehen, okay, was bedeutet das für mich? Und diese Transparenz mag nicht jeder. Also ich mag meine Fehler nicht gerne so zeigen oder ich mag nicht gerne so transparent sein. Das muss auch vorher klar sein. Genau, oder ich mag nicht zeigen, dass in der letzten Woche nicht so viel entstanden ist, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, als eins der Punkte. Na gut, dann habe ich aber immer noch die Chance zu sagen, okay, was ist denn passiert oder warum ist nichts passiert und können wir das ausräumen? Die Frage, die ich noch habe, hast du das mal gemacht mit hier diese Scrum-Entwicklung, wenn auch externe Partner eingebunden waren? Wenn es also nicht bloß dein eigenes internes Team war, sondern wenn im Team auch, ich sag mal, externe Leute mit dabei gewesen sind, also hier eine andere Firma oder eine andere Organisation? Also wir haben bei dem BMX auf jeden Fall auch andere Organisationen dabei gehabt. Die hast du dann teilweise nicht über ein Scrum-Board mit eingebunden, sondern dann über die
die Mitarbeiter im Team, die dann gesagt haben, mit dem, den stehen wir jetzt da und da. Aber du kannst das auch mit einem externen Team machen, dass du sagst, wir machen das mit. Also Trello funktioniert, ist nicht an die Grenzen gebunden. Die Frage ist, wie machst du dann deine Daily Meetings oder deine Scrum Planning? Die Teams sollten nicht zu groß werden. Also wenn du ein Team hast von 7, 8 Leuten, funktioniert es gut. Wenn dein Team deutlich größer wird, würdest du dann so eine Art Scrum of Scrum machen, dass du unter Teams bildest, wo dann die Product Owner der einzelnen Bereiche mit dazu kommen. Okay. Also kannst vielleicht mal 10 oder 12 Leute, aber wenn es zu groß wird, dann wird es ineffizient. Gut, was ich als großen Vorteil sehe, ist, du siehst wirklich den Fortschritt, den kannst du objektiv nachvollziehen. Du gehst also weniger das Risiko ein, dass ein Teilteam jetzt, sage ich mal, zu einem bestimmten Datum was liefern soll und plötzlich bekommst du das nicht und du kriegst dann erst zu dem Zeitpunkt mit, wie viele Wochen die tatsächlich hinterher sind. Das sehe ich als großen Vorteil, dass du hier wirklich siehst, wie kommen alle Teilbereiche voran. Genau, und du siehst den Produktfortschritt. Genau. Wir sind jetzt äußerst wenig geworden. Ist das normal? Sind jetzt nur 3 im Chat? Ich vermute mal, dass eventuell, ich meine, die Konstanze, möchtest du es, ich vermute mal, dass das für Konstanze die Abkürzung ist. Möchtest du mal was dazu sagen? Wozu, dass wir jetzt zum Thema? Ja, genau. Auf jeden Fall. Für mich bleibt auch jetzt nach wie vor die Frage, was dieses Scrump so, naja, wie soll ich sagen, es ist ja ein heiß diskutiertes Thema und es poppt ja immer wieder auf. Für mich, der ich auch als Projektleiter arbeite, frage ich mich, was das Besondere daran sein soll. Natürlich muss ich mit meinem Team reden und natürlich muss ich in absehbaren Zeiträumen gucken, was geschafft werden kann und mit dem Team auch diskutieren, was sie da erreichen. Und ob ich die jetzt Sprint nenne und ob ich da so zusammenkomme oder ob ich irgendwie einen wöchentlichen, bei uns heißen die ERK, also Entwicklungsarbeitskreise, und da mit den Leuten spreche, was sie erreicht haben und was als nächstes ansteht und was im Weg steht und mit ihnen spreche, da tue ich mir immer ein bisschen schwer, da jetzt das... Dieses Neue oder Besondere im Scrum zu sehen. Ja, also für mich ist halt der Takt ist gegeben und die Regeln sind klar. Und ich denke, man muss es einfach mal mitgemacht haben, miterlebt haben. Ist für mich ein anderer Ansatz, kann gut funktionieren. Kommt auch darauf an, welche Zeiten hast du noch vor dir. Also vielleicht kann ich meinen Eindruck mal mitteilen, weil wir ja auch im Bereich agile Entwicklung mal gearbeitet haben. Und ich hatte als Projektleiter immer manchmal so die Erfahrung gehabt, du kriegst von Entwicklern gesagt, okay, es läuft schon, wir kommen voran und so weiter, da ist so allgemein. Und dann, wenn die Deadline dran war, hast du gemerkt, okay, da ist tatsächlich noch eine Woche hinterher. Das hat an der Ecke geklemmt und du hast es nicht rechtzeitig erfahren. Und ich fand die Stärke gerade in diesem Scrum Daily tatsächlich täglich nur eine kurze Statusmeldung zu kriegen. Was hast du geschafft? Na? Was nimmst du dir für morgen vor oder wo hakt es? Gibt dir tatsächlich auch als, ich sag mal, hier ein als Projektleiter, ne, oder als hier Product Owner ein Gefühl, klemmt irgendwo was. Und das kriegst du hier viel zeitiger mit, um dort hier entsprechend im Notfall reagieren zu können oder Hilfe anbieten zu können, als du das sonst mitbekommst. Das war für mich einer der großen Vorteile, die ich persönlich darin gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das für dich noch andere waren, aber das war das, was mich daran begeistert hat, wirklich dort ganz schnell Signale zu bekommen, wenn irgendwo was nicht so rund läuft, wie man es eigentlich vermuten würde. Ja, also das Visuelle und das Kontinuierliche, also die Meetings, finde ich, werden teilweise interaktiver. Das, was der erreicht hinterher, ist ich nenne es Muscle Memory.
Also das Verhalten ändert sich. Wir haben teilweise die, jetzt gehe ich nochmal zurück, auf das Scrum-Board. Wir hatten die Boards im Team, oder wir haben Boards im Team, und wir hatten die teilweise, jeder hat in seiner Kiste gesessen, hat seinen Teil vorgestellt und hat währenddessen an E-Mails gearbeitet oder sonst was, weil er viel zu tun hat. Wir haben dann das Meeting, das daily verändert, und haben gesagt, wir stellen uns jetzt an ein interaktives Touchscreen und schieben die Zettel von A nach B, also dann wird hier ein Zettel verschoben hier rüber oder was. Die Kommunikation hat sich schlagartig geändert. Also die Leute haben ganz anders kommuniziert, agiert, miteinander geredet und waren deutlich mehr. Also das Commitment und Involvement, weil du was zusammen machst, ist nochmal ein anderes. Ja. Muss man sehen, ob das funktioniert oder nicht. Gut. Okay. Ja. Also gute Beispiele habe ich bei Bosch vor langer Zeit gesehen. Die haben irgendwann E-Bikes, die Motoren und die Elektronik gemacht. Bei den Motoren hast du Hardware, bei der Elektronik hast du dann Software, die zusammenzubringen. Und die sind heute, finde ich, in Europa mit ihrem Bosch-Motor sind die Marktführer. Die haben dieses Produkt relativ schnell auf die Straße gebracht, in einer sehr, sehr guten Qualität. Guckt euch mal E-Bikes an. Wie viele Motoren, verschiedene Motoren seht ihr? Also ich würde sagen, 70% sind Bosch-Motoren mit Bosch-Akkus. Also der Fazit ist, man sollte es mal vielleicht mit dem Team ausprobieren, um die Dynamik am besten mitzubekommen. Ja. Das ist, glaube ich, das Beste. Vorher kann man es schlecht einschätzen. Ja, und der Scrum Master soll einfach ein bisschen Coach sein, Coach für den Product Owner, weil der hat eine neue Rolle bekommen, Coach für das Team, auch ein bisschen als neutrale Position, auch mal loben, auch mal sagen, wie könnte man sonst was, dass man einfach einen Coach hat, den man normalerweise nicht hat. Mhm. Ja, das ist ein Vorteil. Und was ich als Rückmeldung auch als Projektmanager gekriegt habe, was du schon gesagt hast, die Teamgröße darf nicht zu groß werden. Du brauchst also eine überschaubare Anzahl von Leuten, die da agiert, oder du müsstest genau. Dann ja andere Verfahren ausdenken. Mhm. Ja. Wobei jedes Team, jede Kultur ist ein klein wenig anders. Gut. Muss einfach sehen. Okay. Gut, gibt es noch sonst noch Fragen, Konstanze? Also ja. Nee, sonst erstmal nicht weiter. Herzlichen Dank. Gerne. Gut, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir, Frank. Und ich habe noch was für dich, ja? Konstanze. Hm? Kannst du meinen Bildschirm noch sehen? Ja, süß. Ich öffne gerade eine PowerPoint und Scrum hat ganz viel zu tun mit Regeln. Wenn man die Regeln verändert, verändert man auch den Output. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das hinbekomme. Ich lieb normalerweise keine PowerPoints, weil die haben sowas von Tierarmen. Kennst du das Spiel vielleicht? Mhm. Ja. Ja. Das Spiel ist so aufgesetzt, dass das viel Spaß macht, aber eigentlich einer gegen alle ist. Mhm. Okay. Ich habe jetzt das Spielbrett genommen und gesagt, okay, und wir verändern jetzt die Regeln. Ist jetzt ein Win-Win-Spiel. Du legst die Dauer des Sprint fest, also wie lange dauert mein Takt. Dann du legst fest, wie viele Spielsteine gleichzeitig im Spiel sein dürfen. Mhm. Ja. Schätzt, wie viele Steine am Ende des Sprints im Ziel stehen. Also du sagst hier, wir machen 4 Sprints. Estimate, wir kriegen 20 Steine rein und zählen dann hinterher auf, wie viel hast du erreicht. Dann jeder Spieler kann jeden Stein bewegen. Es können keine Steine rausgeworfen werden. Jedes Mal, wenn ein Stein eingeholt wird, dürft ihr nochmal die gleiche Anzahl setzen. Und fertig ist fertig. Also wenn die drin sind, sind die drin. Mhm. Ja? Weil in der normalen Produktentwicklung, wir können Regeln verändern.
Ja, und wenn es sinnvoll ist, was mal anders zu machen, warum nicht mal probieren? Und diese Spielregeln habe ich gesetzt, und wenn ihr weitere Regeln habt oder andere Regeln, ja, einfach mal probieren. Also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort jetzt für uns. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Gern geschehen. Bis dann, Dirk. Bis dann, ne?